So kommen wir jetzt zum nächsten, zur Standardabweichung bzw. Varianz und zur mittleren Abweichung vom Erwartungswert. Das auf der linken Seite, das hier ist irgendwie komisch, aber naja. Wir gehen mal von dem Beispiel von eben wieder aus. Wir haben auch wieder hier so einen tollen Graph. Ist jetzt erstmal völlig uninteressant, ob das jetzt theoretisch oder praktisch ist. Sagen wir, wir haben 100 Millionen Milliarden mal gewürfelt und ungefähr kommt dann so ein Graph raus. Also mit der Wahrscheinlichkeit von 1 Sechstel kommt, werde ich ungefähr die 1 würfeln. So, wir können ja erstmal hier kurz auf der rechten Seite gucken. Mittlere Abweichung vom Erwartungswert. Das heißt, es hat irgendwas mit dem Erwartungswert zu tun. Den können wir ja mal einzeichnen hier. Das ist nicht gut geworden. So, bisschen gerader. So, das ist der Erwartungswert. Jetzt haben wir, ich finde das auf der rechten Seite ist ein bisschen einfacher zu erklären. Jetzt haben wir die mittlere Abweichung vom Erwartungswert. Was sagt uns das? Ist also irgendein Mittelwert und eine Abweichung. Welche Abweichung? Es geht um die Abweichung von diesen tatsächlichen Zahlen, die hier sind, von der 4, der 5, der 4, der 3, der 2 und so. Das heißt, wir gucken, wie lang ist denn diese Strecke hier? Und dann gucken wir, wie lang ist denn diese Strecke hier? Und dann gucken wir natürlich, wie lang ist denn diese Strecke hier? Und genau dasselbe machen wir auch auf der anderen Seite. Wir gucken, wie lang ist diese Strecke, diese und diese. So, und dann gucken wir, dann nehmen wir diesen Fall, diesen Fall, diesen Fall, diesen Fall, diesen Fall und diesen Fall und rechnen daraus einfach den Mittelwert aus. Also den Durchschnitt, den wir vorhin schon mal hatten. Konkret sieht die Rechnung dann so aus. Der Mittelwert von uns ist in dem Fall 3,5. Und wir nehmen jetzt mal die 3 und sagen jetzt 3,5 minus 3. Da wir hier aber nur positive Zahlen haben wollen, müssen wir davon natürlich den Betrag nehmen. So, und das addieren wir mit. Wieder die 3,5. Also wir hatten jetzt zuerst diesen Fall, diesen Fall hier. Und jetzt berechnen wir mal diesen Fall hier. 3,5 minus, das sind ja 2, also rechnen wir minus 2. Und auch hier wollen wir nur den positiven Wert haben, deswegen machen wir die Betragsstriche drum. Wenn man das jetzt kurz rechnet, dann wird man natürlich feststellen, okay, das ist eine positive Zahl. Aber dadurch, dass wir hier ein Minus stehen haben, werden wir dann hier bei der 6 irgendwann, da kommt dann irgendwann anderes, noch mehr, dann kommt da irgendwann 3,5. Minus 6 und dann stellen wir fest, das ist ja viel kleiner als 0, deswegen müssen wir da auch Betragsstriche drum machen. So, wenn wir das dann alles zusammen ausgerechnet haben, also jeweils alle Pfeile addiert haben, dann nehmen wir natürlich davon, wie gesagt, die mittlere Abweichung. Das heißt, wir bekommen 9 raus und weil wir 6 Pfeile haben, teilen wir das durch 6 und dann kommen wir da auf 1,5. Das heißt, im Durchschnitt sind unsere Pfeile hier 1,5 lang. Also im Durchschnitt gehen sie bis hier bzw. bis hier. So, das heißt, wir wollen die durchschnittliche Länge der Pfeile haben. Das ist soweit klar. So, das ist aber jetzt nur gewesen die mittlere Abweichung vom Erwartungswert. Was ist jetzt die Standardabweichung? Was ist die Varianz? Mathematisch will ich das gar nicht durchgehen. Ich werde auch das hier mal wieder wegradieren. So, die Standardabweichung ist so eine Art gefakter Wert, würde ich sagen. Also ich hatte das ja eben kurz durchgerechnet mit den Betragsstrichen hier unten. Und in der Mathematik rechnet man nicht gerne mit dem Betrag. Deswegen will man eigentlich irgendwas anderes haben, was nicht der Betrag ist. Und deswegen kam irgendeiner auf die Idee, sich eine andere Formel auszudenken. Die können wir auch vielleicht kurz loswerden. Der sagt nämlich, der Erwartungswert, wir nennen ihn einfach mal e, soll man dann zum Beispiel rechnen minus diesen, ich nenne ihn jetzt einfach mal x-Wert hier. So. Und weil ja hier auf der rechten Seite was Negatives rauskommen kann, will man das Ganze irgendwie hier hoch 2 schreiben, weil dadurch erhält man ja wieder eine positive Zahl und dann kann man nachher das Mittel von positiven Zahlen ausrechnen. Das macht man halt dann für alle, also für mit 1, mit 2, mit 3, mit 4, mit 5, 6 und teilt das nachher dann, oh, das war ein bisschen hart hier, dann machen wir lieber so und rechnet das dann nachher mal ein Sechstel. Beziehungsweise teilt es nachher einfach durch 6, weil wir hier wieder 6 haben. Das wäre dann die Varianz erstmal. Der Unterschied zwischen Varianz und Standardabweichung, kommt gleich. Erstmal wichtig, weil wir ja irgendwo eine hoch 2 haben, werden natürlich die ganzen Werte komplett verkehrt. Das heißt, der Pfeil, das hier ist das eigentlich, der grüne Pfeil ist der eigentliche, den wir wollten. Und der, den wir jetzt kriegen, sieht ungefähr so aus. Und auch nochmal hier in die andere Richtung, ungefähr so. Liegt ungefähr bei 3 irgendwas, wenn man es ausrechnet. Wir können ja mal hier kurz unterstreichen. Also blau, das ist hier die Varianz. Und man sieht natürlich zwischen blau und grün, da ist ein heftiger Unterschied. Und dann sagt man natürlich, gut, man hat irgendwo in dieser Formel jetzt hoch 2 genommen und das ist sowieso viel zu wenig. Dann machen wir einfach nochmal eine Wurzel draus. So, wenn wir jetzt aus dem Ding nochmal die Wurzel ziehen, dann kommen wir auf ungefähr 1,7. So, das sieht dann ungefähr so aus. Und wir sehen, diese 1,7, also der gelbe Pfeil hier, der ist schon viel näher am grünen. Der gelbe Pfeil ist übrigens die Standardabweichung. So, und das ist im Grunde der Zusammenhang zwischen mittlerer Abweichung, Standardabweichung und Varianz. Ursprünglich, eigentlich würde man gerne mit der mittleren Abweichung vom Erwartungswert rechnen, aber das ist irgendwie scheiße zu rechnen und deswegen sagt man, gut, wir bauen uns einfach irgendein anderes Konstrukt, da gibt es dann irgendwelche Formeln für und
Naja, dann kommen wir auf irgendwas, was ungefähr so ist. Und darauf bauen wir dann die restliche Mathematik auf. Und das ist auch überhaupt kein Problem. Also, man hat die Formeln halt überall so angepasst, dass sie an die Varianz oder Standardabweichung passen. Allgemein vielleicht nochmal, die Varianz wird meistens so geschrieben. Oh, das war ja grün. Echt schlimm. Das ist ein kleines Sigma und hoch 2. Und die Standardabweichung, ziehen wir das mal runter, wird meistens so geschrieben als kleines Sigma. Worum man auch erkennt, was ich eben erzählt habe, dass dieser gelbe Pfeil einfach nur die Wurzel aus dem blauen Pfeil ist, weil hoch 2 Wurzel ist dann das hier. Dass die Wurzel daraus eigentlich plus minus wäre, ist eigentlich an der Stelle egal, man ignoriert den negativen Wert dabei. So viel zur Unterscheidung zwischen mittlerer Abweichung und Standardabweichung und Varianz.